So, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt in Berlin angekommen und das war ziemlich früh morgens heute. Dementsprechend sind wir noch ein bisschen müde, aber wir sind jetzt in unserer Airbnb-Wohnung angekommen und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Deswegen kommt mal mit. Das hier der Flur. Dann haben wir hier, das war eben einmal rumkommen, glaube ich, so ein kleines Bad. So, und dann haben wir hier eine Küche. Ja, alles, was man so braucht. Eine Herdplatte, ein Spülbecken und so weiter. Also nichts Besonderes so. Ja, und hier haben wir dann sozusagen den Hauptraum, also ein Schlafsofa hier. Dann ja, einen Tisch und noch zwei Betten. Und hier oben haben wir noch einen Beamer. Da können wir da hinten zum Beispiel Netflix gucken oder ja, was uns sonst noch so in den Sinn kommt. Ja, und das war es eigentlich so. Und wenn ihr jetzt Lust habt, auch mal über Airbnb zu verreisen, vielleicht auch mal ja, hier in die Wohnung zu kommen, dann könnt ihr gerne den Link nehmen, der in der Videobeschreibung ist. Da bekommt ihr 35 Euro Rabatt bei eurer ersten Buchung. Und ja, dann sehen wir uns gleich draußen in Berlin wieder. So, der Tag ist jetzt mittlerweile schon vorbei und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es zusammenschneiden soll. ja, weil ich es nicht kommentiert habe. Wir sind einfach so ein bisschen durch Berlin gelaufen, haben uns ja so die größten Sehenswürdigkeiten angeschaut, also den Fernsehturm und Checkpoint Charlie und dann den Reichstag jetzt am Ende und das Brandenburger Tor. Das sieht man vielleicht auch im Hintergrund irgendwo ein bisschen, aber ja, da vorne ist irgendwo so ein Turn. Veranstaltung, deswegen ja, es ist glaube ich verdeckt und wir laufen jetzt auf jeden Fall noch zur Siegessäule,
und wollen uns von da aus dann den Sonnenuntergang anschauen. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Ort, um das Video dann zu beenden. Und dann seht ihr jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Sonnenuntergang und dann geht's. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!